Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Mad Games Tycoon. Achso, ich habe jetzt ja, was denn jetzt? Ist ja nur die Messe. Ah, wie unser MMO letzte Folge gemacht. Über 500.000 Abonnenten immer noch. Oder war das immer noch? War ja sowieso so. Verkauft wurde immer noch auch. 32 Millionen schon plus gemacht, ist doch auch schön. Passt. Passt wunderbar. Und ich bin gerade überlegen, soll ich mit denen einfach mal weitermachen? Nochmal ein Spiel? Wir haben 34 Millionen momentan. Wir könnten auch gleich mal Dingens machen. So ein lizenziertes, ne? Könnten wir eigentlich mal machen. Mach mal hier Sound verbessern. Das hier. So. Können wir eigentlich auch mal machen, ja? Ist nicht. So, ich würde sagen, wir machen noch mal so. Ah, so. 10.000. Reicht erstmal. Das wird, denke ich mal, gleich sowieso vom Markt genommen. Oh, die Abozahlen gehen runter. Nur noch 492.000. Frech. Können ja einfach mal eine Marketing-Kampagne machen. Mein Gott, was ist denn los? Marketing-Kampagne, so. Hier, machen wir ja. So. Hau mal raus da. Schauen wir mal, ob wir das nicht mal ein bisschen hochkriegen noch. So. Später. Schauen wir einfach mal. Ja, klar, sicher. Ich mache jetzt noch die Abos, ne? Sind das ja noch wahrscheinlich, ne? Genau. Denke ich. Gehe ich stark von aus. So, dann machen wir jetzt mal noch ein Update. Machen wir das hier und das und das und das nochmal. So, mach mal. Machen wir ein bisschen Marketing noch. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was raus. Wir produzieren einfach nochmal 25.000 aus Vorsicht. Falls gleich nochmal irgendwas richtig startet. Weiß man ja nicht. So, das ist fertig. Schauen wir mal, ob das nochmal hochgeht. Nein. Sieht nicht so aus. Dass da nochmal was passiert. Na gut, egal. Ist ja irgendwo Wumpe, ne? Eigentlich ist das ja egal. Ich würde ja fast sagen, wir machen noch ein Spiel. Und zwar werden wir mal ein richtig geiles Strategiespiel machen. Weil da haben wir ja auch eine Engine für. Das wird auch ein AAA-Titel. Thema wird Strategie mit Aliens. Und das wird ein normales Spiel. Das nennen wir jetzt einfach Mooncraft, genau. Na, warte mal, ich wollte eine Lizenz haben, ne? Was haben wir denn für Lizenzen momentan? Aber nichts Besonderes. Indiana Bones. The Temple of Evil, geil. Und Supercup, das ist Sport. Das ist ein Film? Ne. Machen wir so ein Spiel. Fertig. Das hört sich auch eigentlich gut an. Aliens hatten wir gesagt. AAA, wie immer. Engine wird die Bear Engine. Für Strategie natürlich. Und dann geht es weiter. Plattform wird. Oh, warte, ich habe jetzt beschuldigt. Na, warte, kann ich ja hier machen. Nein. DevKits nehmen. Ich möchte nämlich die PS4 dabei haben. Und die
Neue Xbox. Sehr gut. Dann einmal PC, ist klar. Dann wird das für die gemacht, so wie für die. Und für die auch. So, Punkt. So. Kopierschutz wird der. Gameplay, Spiellänge natürlich, Funktionen, Spieltiefe. So. Passt. So, das bleibt alles auf 25, weil das ist sowieso Wumpe. So, für alle Sprachen natürlich. Alle Dinger drin, denke ich mal. Ja, Entwicklung starten. So. Fertig. Und? Nix für uns? Schade aber auch. Schade! So. Achso, die Bugs sind ja fertig, ne? Dann können wir mit dem ja auch hier ein Gameplay verbessern. Nein, ach. Nein, auch nicht. Entschuldigung. Auch nicht. Du sollst dafür. Dann mach mal bitte Steuerung. So. Tut was. So. Das ist ja sehr schön. So, dann haben wir da schon mal wieder was gemacht. Dann haben wir hier noch... Werden wir noch, User Interface machen. Können wir mal gucken. Und dann machen wir einfach mal Spiele verlosen. So. Danke. Wieder Kohle gegeben. Sehr schön. Oh, dann geht das jetzt rund, ne? 381.000. 41 Millionen haben wir gemacht, immerhin. 43 Millionen jetzt. Ah, dann ist halt, wenn man die verkauft hat, das kriegt man und dann noch die Abos dabei. Auch nicht schlecht eigentlich. Sollte man nur nicht übertreiben, denke ich mal. Aber gut. Und ich kann schon mal sagen, ich denke mal, wir werden auch bald wahrscheinlich zum Ende kommen. Von dem Spiel. Oder von dem Let's Play erstmal. Weil wir haben ja insoweit eigentlich schon alles. Weil die zwei Freischaltungen, die hier noch gibt, die gehen noch nicht. Da Not in Early Access, Motion Capturing und Grafikstudio. Leider gehen die noch nicht. Aber gut, dann ist das halt so. Können wir jetzt auch nichts dran ändern. Aber, naja. Wir werden noch ein paar Spiele machen, denke ich mal. Ich denke, wir werden auch noch umziehen in das richtig große Teil hier. Dieses hier, gigantisches Bürogebäude. Das werden wir uns auch noch leisten. Da könnt ihr aber auf jeden Fall was für. Und ja, dann denke ich mal, wird es dann auch bald gewesen sein. Weil wir sind ja schon bei 2016 jetzt. MMOs haben wir uns jetzt auch angeguckt. Eigentlich können wir nur noch, kann ich nur noch jetzt ein größeres Büro bauen im Prinzip. Und das war's. Deswegen denke ich mal, wird das nicht mal allzu lange gehen. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal darauf einstellen. Aber ist ja nicht so schlimm, sag ich mal. Es ist auf jeden Fall ein feines Spiel. Da kann man einige Stunden mit verbringen. Ist ja, sieht man ja. Sonst würde ich das ja nicht aufnehmen. Und das sind so welche Spiele mag ich halt einfach. Weil die, finde ich halt sehr... Ja, ich sage jetzt einfach mal doof, wie der sich anhört, schön sind. Das sind, ne, so Spiele machen mir relativ viel Spaß. Auch wenn die nicht jetzt nicht 10, 20 Stunden gehen oder so. Aber das macht einfach Laune. Man kann immer wieder was anderes machen. Finde ich halt richtig cool. Also... Sehr geil. Und wenn da echt noch mehr gemacht wird, wie, weiß ich, man kann ja auch noch rein, theoretisch kann man noch einbauen, Konsolenentwicklung, eigene Konsolenentwicklung und all so eine Scherze. Da kann man ja richtig viel noch rausholen auch. Da bin ich echt mal gespannt, was da noch so kommt. So, ich würde sagen, User Interface ist gleich fertig. Dann würde ich sagen, der macht dann schon mal die Bugs von dem. Und das sollte dann erstmal reichen. Das
Sobald dann die Performance und die allgemeine Klangqualität vor allen Dingen, ja. Lassen wir das. Weil du kannst dann auch schon mal loslegen für das Spiel. So, dafür. So, und wenn der dann mit der Performance fertig ist, werde ich das Spiel Sims Hero veröffentlichen. Das wird wahrscheinlich auch richtig viel Kohle geben. Wieder. Ob ich in dem Spiel schaffen werde, 99% hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, das schaffe ich. Das wäre das erste Spiel, wo man echt was schafft, was nahe der 100% geht. Ich habe schon so viele Spiele gespielt. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ehrlich gesagt. Aber ich würde mich echt mal interessieren. Ich bin mal gespannt, was ich als nächstes spiele. Ich weiß es echt noch nicht. Das kann ich noch nicht sagen. Ich hätte ein paar Ideen. Wirtschaftssimulation, aber das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wie ich es mache. Was ich mache vor allen Dingen. So. Kommt eine Anleitung rein. $25, wie immer. So. So, und wie viel kriegen wir? 86%. Sauber. Dann kannst du direkt mal hier 500.000 davon machen, weil das könnte wieder direkt durch die Decke gehen. Wie immer. Schauen wir mal, was das wieder verkauft wird. Wir wissen ja, wie das losgehen kann. Bin mal gespannt. Da geht's direkt rund. Ah, 80.000. Erste Woche. Und Games & Co. ist Firma des Jahres. Was? Geht runter? Bitte? Aha. Geht direkt wieder hoch. Sehr gut. Da geht's doch. Da werden wir auf jeden Fall im Plus gehen. Definitiv sogar. Gehen wir dafür ins Plus. Nein, ich will nichts veröffentlichen. Hau ab. Nein. Ich will keinen Publisher machen. Ab du. Ab du. Schmutzpuckel. Aber ich glaube, an das eine Spiel, was wir da hatten, mit 92%, da kommt bis jetzt noch nichts ran. Das wird ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 4 Millionen Mal vertickt oder sowas. Ne, über 2 Millionen, 2,3 oder sowas. Das war ja der Hammer, das Spiel. Das ging so ab. Da haben wir ja richtig Kohle mit verdient. Na, damit verdienen wir auch Kohle davon ab. Ich höre mal die Server jetzt aus, oder? Obwohl sie sind immer noch 200.000. Problem ist nur, wir können nichts großartig mehr machen jetzt, weil wir haben zu wenig Platz. Das ist so. Komm, wir machen einen Nachfolger. Wir machen einen Nachfolger von dem hier. Burn It. Was haben wir dafür eigentlich, eine Engine? Was war das für eine? Geschicklichkeit, okay. Aber Geschichte, das Arcade? Ne, ich glaube nicht, ne? Nehmen wir die. Kack drauf. So, nehmen wir die. Ende. Warte. Das wird für Computer, für das, für diese und für diese entwickelt. So. Weiter geht's. Optik soll mehr, Spiellänge. Funktionen, einsteigerfreundlich und das kann bleiben. Ach nee, ich habe Kopierschutz vergessen. Entschuldigung. So. Das kann auch bleiben. Das kann für alle Sprachen. Punkt. Und alle drin natürlich. Und starten. So. Kannst du direkt mal einen Nachfolger machen. Sehr gut. Das ist auch fertig. Dann mach mal. Mach das hier. Mir doch egal. Tu was! Ja, mach doch. Komm. Machen wir in 3 Wochen. Wir haben ja 2 Produktionsstraßen. Dann machen wir jetzt mal einen Publisher hier. Ja, hier, mach mal. Verkaufspreis $20. Und gut ist. Oh, hat auch 82% gekriegt. Das ist gar nicht mal so wenig.
Ultimo macht er auch mal 500.000. Dann haben wir die auf Lager. Wie sieht er bei Sims hier aus? Haben wir noch 180.000 auf Lager? Sehr gut. Passt. Alles Kohle hier. Kohle, Kohle, Kohle! So, Ultimo geht los gleich. Wow. Okay. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Freunde, macht keinen Stress hier. Macht mal keinen Stress hier. Mache ich ja gar nicht. Stress machen. Aber das gibt auf jeden Fall gut Kohle. Denke ich. Sieht gut aus. Boah, das ist aber, das sind aber dicke, dicke, richtig dicke Verkaufszahlen. Hammer. Gut, ich hätte das vielleicht billiger machen sollen. Wie ging das denn nochmal? Scheiße, wie ging das denn jetzt nochmal? Restbestände? Ne, das war das. Nein, nein, nein. War das da? Ach, da war das. Sims Viewer. Macht das mal ein bisschen runter auf 20. Und das auch. Das wird zwar wahrscheinlich nicht mehr verkauft, aber ist ja egal. Schauen wir mal. So, da geht er nämlich direkt wieder ein bisschen hoch. Dann werden wir mal hier Ultima nochmal 500.000 Mal produzieren und Sims hier auch nochmal mit 50.000. Und das geht nämlich gerade wieder hoch. Wegen dem Preis wahrscheinlich. Der Ultimo kommt im Leben nicht hinterher. Mach auch nochmal 250.000. Mein Gott, gibt's ja gar nicht. Jetzt haben wir so viele Spieler um Magen, ne? Wir nehmen auf jeden Fall das. Das noch in Entwicklung und den Ultimo nehmen wir. Komm. Wir werden den groß machen sollen. Kack drauf. So ein Ärger. Egal. So, jetzt muss ich aber leider. Moment. Ich muss jetzt das andere nochmal produzieren. Da Simsua. Oder den immer nochmal verkauft hier. Gibt's ja gar nicht. Oh. Sehr gut. Die Spielmechanik. Nein. Gameplay. Du kannst hier. Was war das? Misplaced Earth. Dann kannst du schon mal das machen. Wie sieht's aus? Jetzt sieht's gut aus, ne? Soweit. Sims Viewer wird schon wieder. 8 Millionen schon, ey. Und das Geile ist, das als Publisher, da haben wir schon fast 10 Millionen eingenommen. Ist der Hammer. Publisher lohnt sich doch, muss man sagen. Muss ich ja echt sagen. Ach, der wird mal, was ist denn los mit dem Sims Viewer da? Das wird immer noch vertickt. Hier. So. Das spielen immer noch welche, das ist der Hammer. Dark Syndicate. Was ist denn euer Problem da? Das wird immer noch verkauft. Ma, ey. Hier, mach nochmal. Ultimo kannst du auch nochmal produzieren. 50.000 erstmal. So. Kannst du ja nochmal. Ich mach dir mal 100.000. Brauche ich nicht so oft da drauf gucken. So. Achso. Das ist was fertig, sehe ich gerade. Ups. Habe ich gar nicht gesehen. Du machst jetzt mal das und dann machen wir noch realistische Soundeffekte. Das sollte reichen. So. So. Oh. Ultimo müssen wir da. Nein. Das. Danke. Sims Viewer wird vom Markt genommen. Hey, und 9 Millionen plus gemacht. Sehr schön. So ist das doch geil. Gameplay. Das da und das da. Sehr gut. Sehr gut. Kohle, Kohle, Kohle. 80 Millionen haben wir schon. Geht, wa? Läuft. Würde ich fast sagen. Hammer.
Komm, produzier noch welche. Ultimo, plus 1000 Fans, sehr gut. So, den werden wir gleich mal vom auf den Markt hauen. Einfach. Und schauen, was da so geht. Oder? Sollen wir nochmal den Sound verbessern? Na komm, wir verbessern nochmal den Sound. Fertig. Ist ja gleich fertig. Aber 32-Bit-Musik, ey, gibt nicht schon viel höhere? Das ist der Hammer eigentlich. Das ist viel zu wenig im Endeffekt. Wenn man mal so überlegt. So, dann machst du noch eine Steuerung. Was? Super Wrestling. Ja, gibt wieder Kohle, ne? Eigentlich. Machen wir mal. So, eine Anleitung. $20. Boah, $2 Gewinn. Wow. 90%. Dann machst du noch das User Interface. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, hallo, darf ich mal hier? Macht halt mal 500.000. Schauen wir mal. Ultimum müssen wir auch nochmal nachproduzieren. Natürlich, was sonst? War mir klar. Na, das geht so. Das ist jetzt nicht die Welt, das Super Wrestling. Was das gibt. Ja, obwohl, das geht eigentlich, ne? Geht auch gut ab eigentlich. So. Boah, die Folge ist schon wieder vorbei. Die Zeit geht zu schnell. Die Zeit vergeht zu schnell. Oh, Ultimate für ein Dingens 39 Millionen, ey, krass. Sehr geil. So, wir haben noch. Was haben wir denn überhaupt noch? Ultimo haben wir noch. Das kann verkauft werden. Und SimSewer. Und so wie Dark Syndicate, würde ich sagen. Ja. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir schalten die Server auch ab. Also, was haben wir hier? Das auf jeden Fall. Und das. So. Dark Syndicate ist vom Markt genommen. Aber eine Mons 63 Millionen haben wir mit den Abos genommen. Pah. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist okay. Finde ich. Server einschalten? Achso. Achso, da hätten wir, glaube ich, anders machen können, ne? Aber jetzt haben wir jetzt Kohle. Plus. Für Super Wrestling. Was haben wir so? Ja, mach nochmal 250.000. So. Ja, dass wir jetzt in Minus gehen, ist klar. Wir müssen ja was produzieren. Und gleich sind wir bei den 100 Millionen angelangt. Coole Sache, das. So, Steuerung ist fertig. Und User Interface. Sehr schön, dann kannst du schon mal Gameplay verbessern. Nein, nicht da. Da, danke. Das, du kannst direkt schon mal das machen. Du kannst das machen und du kannst veröffentlichen. Jo, selber. In 3 Wochen natürlich wieder, wie immer. Danke. $20 reicht. So. So, mal gucken, was kriegen wir? 89% wieder. Dann produziere mal bitte. Du kannst direkt mal, du 500.000, der andere auch direkt. So. Ah, mach mal. Haben wir 1 Million? Ne, jetzt gerade nicht. Ich bin gerade am Produzieren, Freunde. Geht gerade gar nicht. Wow. Wow. Das ist viel. Das ist richtig viel. Ach du Scheiße. Dann kannst du direkt weiter produzieren. Boah. Boah, fast 200.000 Verkäufe in einer Woche. Ihr seht schon. Ach, wir sind bei der Produktion noch im Plus.
Während wir es produzieren. Und da haben wir beste Grafik, ja, Wollingen. Die sind plus gekommen, da waren die noch am Produzieren. Was? Die GameStation 5 kommt noch am Markt, okay. 2020, Leute, ne? Also fast. Dann wissen wir. Egal. Wir sind jetzt erst einmal am Ende dieser Folge angelangt. Und ich würde wieder sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Mad Games Tycoon. Tschüssingen.